Krypta. Was machen wir da nur? Weißt du was? Ich gehe jetzt in die Spieleinstellung. Mehr Spiel. Nee, wo waren das jetzt nochmal? Spiel. Und wir stellen mal auf sehr schwierig. Das ist noch über Hardcore D&D. So, auf in die Krypta. Die letzten Krypten, in denen wir waren, da haben wir aufs Maul bekommen. Elf. Fledermäuse. Wie leuchtet Markierung. Das? Auf der Stirn. Kannst du bitte. Auf der Stirnseite des Granitsteins wurde eine Nachricht in mehreren Sprachen eingeritzt. Obwohl schon ziemlich verwaschen, ist sie immer noch lesbar. Hier ruhen die tapferen Krieger des schönen Askalon. Sie fielen in Ehre und die Erinnerung an ihr grausames Schicksal wird auf ewig Trauen in unseren Herzen wecken. Wenn ihr diesen geheiligten Ort betretet, so tut es mit Respekt. Wer mit schändlichen Absichten kommt, dem soll keine Gnade zuteil werden. Ja, wir sind doch nie schändlich. Oh ja. Ratten, viele Ratten. Da war eine Schreckensratte dabei. Schriftete Säule. Ihr seid im Moment zu angespannt. Super. Jetzt. Auf der Säule ist eine alte Inschrift in einer unbekannten Sprache zu sehen. Erst weitere Studien könnten ihre Bedeutung erklären. Wissen. Versucht die Runen zu übersetzen. Erfolg. Die Inschrift scheint in Elfensprache geschrieben zu sein und beschreibt die Geschichte der zerstörten Stadt Askalon. Fuck, was ist das für eine Musik im Hintergrund? Kurzbogen. Heil. Rechts geht's noch lang. Und es gibt zur unteren Krypta. Okay. Nur dann. Ich hab's ja schon vermisst, Feuerbälle zu schmeißen und zu sehen, wie Snow alles umgrätscht. Hier sind Skelette und Koboldschuppen. Links wurde irgendwas gezaubert. Hier ist eine Elfenstatue. Wo ist eine Elfenstatue? Oben? Oben. Da bist du noch nicht hin, glaube ich. Nee, denn Achtung, Snow, du. Ja, nicht, das, nicht Achtung, du bist alleine, sondern Achtung, renne ich in irgendwelche Quests. Okay. Auf der Elfenstatue ist was eingraviert. Es sagt. Okay, der Text sagt mir zwar, die Statue hat ein Schwert in der Hand, aber das sieht mir eher nach einem Schild aus. Darauf eingraviert ist, ich, der ich zu wachen habe über jene, die da ruhen, bitte euch in meinem Namen ein Gebet zu sprechen. Corellon Larefian, Schöpfer der Elfen und Erster der Seldarin. Könnte ein frommes Gebet sprechen, ein frommes Gebet vortäuschen, die Statue anspucken oder wieder verlassen. Ja, ich überlasse es dir. Ein frommes Gebet, okay. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt weniger Ärger. Ja, er kriegt einen Buff. Nein, ich kriege gar nichts. Ja, das war nur ein anerkennendes, hat sich gut angefühlt. Jetzt, nee, wenn ich nichts kriege, hier. Anspucken. Ah, dann kriege ich. Dann werde ich verflucht. Okay. War irgendwie ein bisschen zu erwarten, würde ich sagen. Ich könnte die Statue auch kaputt machen, wenn es dir besser geht. Ey, ja, druff damit, ey. Okay. Diese blöde Statue. Waffe nicht effektiv, leck mich doch. Ja gut, ich kann es noch damit probieren. Nee, ich glaube nicht. Alter, das ist ein heftiger Fluch. Was ist es denn? Ich kriege absolutes Minus auf alle Attribute. Ja, gut. Passiert im Besten, wenn man eine Statue anspuckt. So, hier links erstmal, was war hier? Das ist ein Grabmal. Grabmal. What the fuck ist das? Da links ist eine riesige Frau. Warum sind die Kobolde jetzt böse? No? Hm? Willst du mir was sagen? Ich hab gar nichts gemacht. Okay. Aber warum ist da links eine explodierende Frau? Weiß ich nicht. Okay, hier steht Geist von Nilmaldor.
Hütet euch, Sterbliche, denn dies ist die Grabstätte von Nilmador, dem Ritterhelden von Ascalon. Was führt euch hierher? Plünderei würde euch nur den fürchterlichsten aller Flüche einbringen und eure eigene Seele vernichten. Doch verflucht, wenn ihr bin ich schon. Mit mutigem Herz kommt, würde ich euch willkommen halten und mit euch sprechen. Ich suche eine Gruppe Kobolde, die sich in dieser Krypta aufhalten können. Erst vor kurzem habe ich ihre ängstliche Ankunft gespürt. Sie sind noch immer hier in der Krypta, doch sie haben hier großes Unheil angerichtet. Ich wäre sie liebend gerne wieder los. Es wäre tatsächlich eine Wohltat, wenn ihr diesen Abschaum entfernen könntet. Wenn ihr bereit seid, mir zu helfen, könnte ich euch einen einfachen Weg aufzeigen, diese Aufgabe zu lösen. Okay. Okay, da hat ein Geist, oder hier ist ein Wesen eingedrungen und der hat es besiegt. Seitdem bin ich gezwungen, immer in der Nähe meiner eigenen Überreste zu bleiben. Ich kann mich nicht mehr so wie früher frei in der Krypta bewegen. Und das bedeutet, ich kann meinen Pflichten nicht mehr nachkommen. Lebewesen, riesige Spinnen haben eines der Grabmäler im Westen verseucht. Sie richten großen Schaden an. Ich kann nichts dagegen tun. Ah, machen wir weg. Spinnen sind doch unsere Feinde. Wir haben da so Erfahrungen mit denen. Boah, ich durfte mal was kaputt machen. Wo sind die ganzen Kobolde hier tot? Er hat Kampfgeräusche im Norden. Oh ja, da kommt Besuch. Okay. No, du darfst. Fühlt sich wirklich an wie ein Spinnen zertreten, würde ich sagen. Ja. Guck mal, ob hier noch mehr sind. Hier sind noch mehr, ja. Exterminatus, Incinitus. Ja, bin. Jetzt hat natürlich wieder genetzt. Ich freue mich hier gar nicht zu looten, weil es eh nichts Besonderes. Aua, drin. Boah, Scheiße. Ich hoffe, hier drin kann ich kurz rasten. Weißt du auch, wer rastet, der rostet. Ja, ich will versuchen, diesen scheiß Fluch zu brechen. So, Snow leuchtet jetzt. Na, ist der Fluch gebrochen? Weiß ich gleich. Ja. Perfekt. Gut, das hier ist jetzt. Das hier ist jetzt Spielmodus, wenn man. Ah, ein Skelett. Wenn man ein Spiel auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad spielt, um die Story mitzubekommen. Okay, war das links? Auf und Höhen. Geist. Okay, das sind wohl die ganzen Grabkammern hier. Wieso hört sich ja, das Background-Shit an, als ob wir auf irgendeinem arabischen Markt wären? Ja, und zwischendurch sind die Schreier aus Neverwinter. Ihr hört die Geräusche. Au. Ein Erlebnis. Au. Die machen mir sogar Schaden und belasten. Ich kann mein Inventar nicht mehr öffnen. So, weil ich mit Chat bin. Ja, moin. Geht das schon los, ey? Geht der fragt den arabischen Markt nicht, aber ich hätte das gern für Arma. Den, wie heißt der? Der Mulzin oder? Ja, irgendwie so, ne? Weiß auch nicht.
Ich glaube, wir haben ihn sogar mit Hisson. Was ich neulich gesehen hätte, was ich gerne als Asset für Armor hätte, so Schiffscontainer, die eigentlich Raketenstartrampen sind. Ja, gut. Ja, Snow hat mal ein bisschen aufgeräumt. Oh, Ratten. Kriegst du nicht anvisiert? Doch, da irgendwo. Rein da! Okay, die halten nicht mal einen Schaden aus. Dann ist eine Geheimtür. Was? Jipp, wer seid denn ihr? Knoll vielleicht? Ihr uns abschlachten? Hehe, wir haben Tür verrammelt, nicht reinkommen. Das wollen wir doch mal sehen. Öffnet endlich die Tür, sonst werde ich sie aufbrechen und euch alle umbringen. ja, probiert's mal. Möchtest du? Das ging überraschend schnell. Dicken Druckplatte, what? Nein, ich soll mit Urko reden. Er ist ein Urko. Wieso greifen die uns jetzt an? Ja, weiß ich nicht. Euch greifen sie an, mich nicht. Ja, dann gut, dann räumen wir nur aus. Okay, oder so. Ansonsten, wie gesagt, rede mit Urko, bevor der bei uns ankommt. Oder wir bei ihm. Was sind wir hier jetzt schon wieder für PvP-Einstellungen? Ja. Nee, Urko ist tot. Oh, Urko ist an. Okay, Mama, räumt mal auf. Da ist Urko, ja. Der hat eine mumifizierte Hand. Eines der verschwundenen Artefakte ist die mumifizierte Hand des Leichnams Belferon. Okay, was kann die? Ich will das wissen. Okay, wir haben einen der Gegenstände. Die Hand zeigt euch die Richtung. Okay, ich weiß nicht, was die Hand tut und warum hier eine Geheimtür ist. Hier ist guter Loot dafür, dass es Level 1 ist, also. Hier sind 4 Elfenfallen-Schutzhelme drin. Keine Ahnung. Nehmen wir mal einen. Ich hab den Hebel ausgelöst. Was ist jetzt passiert? Ah, der Helm wurde gefertigt, um den Träger gegen das Giftgas zu schützen, das von einer bestimmten Falle in der Elfengrotte freigesetzt wird. Es ist unwahrscheinlich, dass der Helm auch gegen andere Gifte funktioniert. Also, das brauchen wir nicht. Wer krampft denn aus? Will mich hier eh nicht so viel aufhalten, wenn ich ehrlich bin. Ja, was? Wo kann man? Dahin ist die verwunschene Krypta. Ich wette, da ist das Giftgas. Oben mittig. Können wir ja mal Amstor reinschicken. Ja, deine Gasmaske. Hier ist so ein Geist. Du tritt nur mit Maske. Hier. Auf der Map heißt das die verwunschene Krypta. Ich hoffe, das Hello. Ist die Giftgas. Oh, der Finsternis des Todes entrissen. Wo ist es hin? Ich spüre es. So nah und doch so fern. Wer seid ihr? Oh, ihr seid anders als der Letzte. Aber ihr könnt mir nichts nehmen. Nicht mehr. Isande ist völlig vergessen. Jetzt bin ich entweiht. Was hat man euch gestohlen? So viele Jahre habe ich geruht. So lange. Aber immer ruhte auch mein Schwert an seinem Ehrenplatz. Es ist fort. Ich kann es spüren. Hier in der Nähe. Wollt ihr, dass ich danach suche? Ja. Ihr sollt belohnt werden. Bringt es zurück. Dann kann ich ruhen. Ja, wer hat euer Schwert denn gestohlen? Ein Mensch, ein Halsabschneider in Leder.
leih mir mein Schwert vor vielen Jahren. Ein elender Dieb war in meine Gruft gekrochen. Dann rannte er davon. Okay. Es ist ein Schwert, lang, aus Stahl. Altes Erbstück, nichts weiter. Okay, also, ja, wir suchen ein Schwert. Ja, irgendein Typ in Leder, also wahrscheinlich ein Dieb. Geht mal schnell mit dem Typen, aber seine Hilfe brauchen wir nicht mehr, um die Kobolde zu töten, glaube ich. Ich grüße euch. Der oben, okay. Interessant. In der oberen Krypta soll irgendwas liegen. Warum habe ich gerade schon wieder Kampfsound gehabt? Weiß ich nicht. Hier? Was ist die obere Krypta? Oh, ja. Ja, ich habe das uralte Schwert. Ja, dann kannst du die Quest gerne abgeben. Ich warte so lange mal hier oben auf euch. Ja, das hat keine coolen Effekte drauf, sonst hätte ich es behalten. Ja, ich hab noch das Schwert von Aribert, wenn du zufällig lernst, hier exotische Waffen zu benutzen. Hi, ich darf meinen Gegenstand aus der Truhe nehmen. Cool. Was haben wir denn da? Ein Saphir, ein Trank Schnelligkeit und ein nicht identifiziertes Amulett. Ah, ich darf mir wirklich nur einen nehmen. Du musst mir was identifizieren. Ja, kriegen wir hin, aber ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Wo bist du denn hin? Oben, eine Etage hoch und dann links abbiegen. Ich bin irritiert. Ich steck fest am Boden. So, auf dem Schild steht nur: Sicher wird der Tod und der Tod wird sicher, wenn jemand hat, was er begehrt. Die machen uns keinen Schaden. Okay. Anscheinend nicht. Umhang von Alskahorn. Wow, Wuchtresistenz. Ja gut, wir sind immer noch etwas überlevelt. Verdammt, Elfen. Der Tod wartet auf dem Weg. Wäre besser auf der anderen. Wie jetzt? Jetzt komme ich nicht mehr raus, oder was? Oh, das macht sogar Damage. Müssen wir jetzt eine Pattern herausfinden? Ja. So, und hier okay. So. Mist. Bist du gelaufen, Snow? Ich hab nicht hingeguckt. I got a riddle for you. Nee. Das ist so dämlich. Sam. Also ich hab's auch geschafft, aber was waren die Lösungen? Ich hab's nicht gerafft. Die Lösung ist, dass nur die Dinger selber den Scheiß auslösen und die Ränder nicht. Ja, gut. Ich meine, es gibt sicher irgendeinen fancy Weg, den man hier... Ja, ich bin nicht über die Ränder gelaufen. Also, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber... Ivanok? Ja? Ich dachte, du hast sie eingesperrt. Willst du vielleicht nochmal die Statue anspucken gehen, oder...
Die hat mich beim dritten Mal ignoriert. Nein. Was ist eigentlich mit Chess Fledermäus? Okay. Ich hab's erwartet. Also wirklich. Okay. Sind jetzt wohl... fertig. Ich hab das Gefühl, wir werden hier schnell durchkommen. Also, was? Euer Gepäck rüttelt hin und her. Ja, ich weiß doch. Ich hab die lustige Hand. Willst du dir einen lustigen? Da hinten geht's weiter. Naja, nach Osten. Welch Wunder. Links weiter? Spuren im Schnee. Boah, meine Güte, hab ich mir erschrocken. Dann hab ich mich erinnert, dass hier alle nichts können. Was denn? Ah, hier ist das Juwel des Nordens. Blumenberg. Braunbären. Hier hat Braunbären gefunden. Machen die dir so viel Schaden oder hast du noch von eben so viel Schaden? Ich hab noch von eben so viel Schaden. Achso. Okay. Von denen hat mich noch keiner bis jetzt getroffen. Gewundert. Oh, ein Haus. Zum Horstgehof. Gehoft, genau, gehöft. Seid gegrüßt. Jedoch, Fremde, wenn ihr hier nach Schätzen Ausschau haltet, solltet ihr gleich wieder weiterziehen. Denn hier werdet ihr keine leichte Beute machen. Nathan Horst ist schwerer zu besiegen als ein Dutzend Wölfe. Dann sagt mir, wer ihr seid und woher ihr kommt, denn damit ich weiß, ob ihr Freund oder Feind seid. Ich bin Schüler von Drogan. Ah, Drogan, den alten Zwerg kenne ich gut. In kalten Nächten haben wir das eine oder hier andere Glas miteinander getrunken. Mhm. Schon wieder eine Höhle gefunden. Hallo, Rumbauch. Was? Rumbauch? Ja, ich wollte in die Höhle gucken und jetzt steht ein Riese vor mir. Ja, wird mir Sorgen machen. Rumbauch, so froh, hat Frau, die kochen kann. Halbling, Zwerg, Mensch, nix brennt Frau an. Es ist mir egal, wer mir bin, wie mir heiße, wenn Frau nur kommt, riecht's nun doch nicht nach. Was? Mann. Okay, weiter. Hey, was habt euch da zu suchen? Euch solltet nicht in mir Höhle sein. Es sei denn, ihr seid für mir zum Essen. Wollt euch, dass mir gehe und mir Frau suche, damit Frau euch kocht? Sollen wir denn eine Frau für ihn herkriegen? Er hat schon eine. So. Er fragt, ob ich das nächste Essen bin. Also, Okay, wir sollen die Frau retten, sagt mein... Ihr habt eine wundervolle Stimme. Sie hat mich ja eigentlich hergelockt. Misserfolg. Ihr sollt euch nicht über Rumbauch lustig machen. Mir weiß, dass mir Stimme wie zersplitternde Felsen klingt. Also haut ihr's ab oder mir werde furchtbar sauer. Ich gehe jetzt. Gut, und euch kommt besser nicht zurück, sonst werfe mir euch in den Topf und lasse mir Frau euch schön rosa durchbraten. In den Topf und durchbraten. Stell mal jetzt die typische Frage, können wir die nicht einfach umbringen? Warum für unsere Anfangsstufe wäre der schon ein bisschen heftig gewesen. Ja, für unsere Anfangsstufe. Ja. So, scheiße. Was? Hm? Ja, was? Okay, ihr wär's lieber gewesen, wenn er auf eine andere Art und Weise umgekommen wäre. Ja, wir haben's erstmal versucht auf eine andere Art und Weise. Kann ich die Tür aufmachen? Junge, der hat einen Schlüssel, also sei mal. Und ein Panzerhandschuh, der nicht identifiziert ist. Konzentration plus 3. Und Fisch. Ich. Was wollt ihr? Meine Güte! Danke, dass ihr mir das Leben gerettet habt. Ich dachte schon, ich sehe sie hier bis an mein Lebensende fest, verheiratet mit diesem Riesen, seinem großen Bauch und kleinem Verstand. Ja gut. Hof im Osten. Vater gibt Belohnung.
Osten ist das Hurstgehöft. Hurst. Da oben ist nichts, da kommst du zum über die Höhle. Da bin ich falsch gelaufen und habe mich gewundert, wie ihr da hingekommen seid. Du hast da oben Feinde gefunden? Ich bin da gerade lang gelaufen. Seid gegrüßt. Ein Barbar findet überall Feinde. Ah, mein kleines Mädchen ist wieder zu Hause und sie hat mir erzählt, dass ich euch dafür zu danken habe. Glaubt nicht, ich wüsste nicht, wie hart ihr dafür gearbeitet habt. Ich habe eine Belohnung für euch, eine Kleinigkeit. Ein Amulett, okay. Die ich früher mal in meinem alten Abenteuertagen irgendwo aufgesammelt habe. Schaut mal, ob euch das hier passt und ob es ein geeignetes Geschenk für euch ist. Okay. Was ist es denn? Amulett der natürlichen Rüstungsklasse plus 1. Hm. Ich find's ja cool, dass wir mal relativ fix durchkommen. Das wird ja wahrscheinlich auch nicht die ganze Zeit so sein, aber die Belohnung könnte trotzdem besser sein. Yes. Ja gut, dann gehen wir zur Pferde des... Was war's? Norden, ne? Ja. Nordens. Hab ich mich gefunden. Juwel des Nordens. Das ist nämlich Blumenberg. Das ist die schönste Gemeinde im Norden. Hier denn hin? Im Süden. Runter? Rechts von der Elfenkrypta. Ja, ich muss mal gerade wieder gucken, was hier runtergeht. Okay, wir gehen schon mal vor. Ob da Feinde sind oder ob die... Ein Sterbender. Scheiße, er ist tot. Wir sind Knolle. Die Gemeinde Blomberg wurde wohl überfallen. Zeit für ein Spielchen! Okay, ich habe einiges kaputt gemacht. Ich habe in meiner Anmoderation gesagt, dass wir vielleicht etwas überlevelt sein könnten für das Gebiet. Vielleicht. Vielleicht. Ah, passiert dem Besten. Ich hab noch nichts gefunden, was man betreten kann. Oder was uns in irgendeiner Form weiterbringt. Wo ich gleich mal mein Handy. Ach, doch hier. Beacons Platz. Oder Laden. Hallo. Beacon. Den kenne ich. Den werdet ihr auch noch kennenlernen. Aha. Ja. Weiß der Herrscher der Kobolde ist der furchteinflößend. Was? Er redet immer noch mit dir. Nein. Ah, jetzt. Nein, nein. Ihr nicht zuhören, Dekin. Dekin, eure Hilfe brauchen. Ihr Dekin helfen. Und Dekin euch helfen! Der Dekin aus der Menschenstadt hinaus trug er die kleine Turmstatue. Er schrank sich beim Angriff der Gnolle und fallen erließ die kleine Statue. Kaputt nun die Statue, nur wegen Dekin. Zurück zum Meister, nicht bringe er kann sie. Denn böse wäre der Meister, aber noch böser wäre der Meister, bliebe Dekin fern. Dekin weiß, dass sie nach kleiner Statue suchen. Dekin sie euch geben, wenn ihr ihm helfen. Klingt das gut? Überreden, gebt mir die Statue und ich helfe euch vielleicht. Misserfolg. Scheiße. Meister manchmal sagt, Dekin sei dumm, aber so dumm ist Dekin auch wieder nicht. Den kleinen Kobold nur seht ihr in Dekin. Und klanglos verschwindet, wenn die Statue ihr habt. Ja, helfen wir halt. Oder ich rolle so lange, bis ich Erfolg habe. Ich glaube aber, man kann das nicht erfolgreich abschließen, egal. Roll. Wie kann ich euch helfen? Ihr seid ein großer Held, Dekin wissen, ja, euch beobachten. Ihr gehen und besuchen Dekins alten Meister Timo Farah. Ihr vielleicht reden mit Meister, damit er freilassen Dekin. Dann geben euch Dekin kleine kaputte Turmstatue. Na gut, meinetwegen. Also ich kann ja mal spoilern, Dekin sehen wir im zweiten Teil wieder, wenn wir ihn spielen. Hm.
Wo ist denn der Meister jetzt? Wir hatten doch gar nicht mehr so viele Abbiegungen. Nicht hier. Es gibt ja noch einen Nesserberg komplett oben. Danke, Han. Du hilfst mir nicht. Ja gut, dann müssen wir wohl einmal da hoch. Was sagst du? Was gibt's? Ach, gibt's da im Norden noch einen Ausgang? Zu den Nesserbergen. Den habe ich mir gar nicht entdeckt. Wo zur Hölle ist mein Skelett hin? Da hinten. Snow muss uns führen. Oder zumindest mich. Nach oben rechts, okay. Tote Kobolde. Das sind hier irgendwie normal, oder? So, Nesserberge. Reh, Kobold tot. Ey, das wollte ich gerade machen. Da ist noch ein Reh auf der anderen Seite. Sorry. Und das ist ein Grizzlybär, der nett ist. Erstmal links rum. Hier ist eine Mauer. Ne, da ist wirklich eine Mauer. Also ist lustig, hier gibt es nicht mal unsichtbare Wände. Die sind einfach sichtbar. Hinterhalt. Moment. Mein Skelett Rundumschlag? Kann auf jeden Fall den Doppelschlag. Hier ist eine Höhle. Da führen Spuren rein. Oder raus. Ich weiß noch nicht, wie das funktioniert. Oh. Eine kleine Höhle hier. Elf. Waldläufer, tot. Und ein Orkhäuptling. Zeigen wir es ihnen. Wettet ihr, wäre nicht so schnell umgefallen mit Level 1? Wahrscheinlich nicht. Jetzt erfahren, dass das MMO Neverwinter ja komplett verhunzt wurde von den Entwicklern. Mhm. Komplett auf Pay to Win und Ach so, in die Richtung haben sie es verkackt. Ja, die haben jetzt auch die Level irgendwie geändert. Es gab vorher irgendwie 70 Level, jetzt gibt es nur noch 20 Level und du levelst nicht durch halt Erfahrung oder so, sondern du levelst, indem du Quests abschließt. Also, wenn du eine gewisse Quest abgeschlossen hast, kriegst du ein Level ab. Ihr seid verloren! Ah. Das ist ein Felsbrück. Nichts tun. Toll. Da ist ein Schlüsselloch in der Mitte dieses Steins. Ja. Koboldhöhlen. Falle. Ah, Falle. Wow, du kriegst nicht mal Schaden. Ich bin Barbar, ich hab Fallen auslösen. Also, ausweichen. Wenn ich das Ether doch Schaden davon kriegt. Also mir machen die sogar Schaden. Nicht nett. Das hier, warum leuchten hier Truhen? Alter, wird mir hier echt jetzt?
ja. Bisschen fies, sie benutzen hier Öl- und Krähenfüße. Das ist echt gemein, gebe ich zu. Das wird mich ganz besonders erfreuen. Die verstecken sich in Kisten. Ah, Krähenfüße. Da lebt noch einer. Nein, tut er nicht. Das hier ist doch 100% eine Falle mit den Pfeilen da drauf und. Eine Botschaft. Und? Haha, wir haben Dummkopf hereingelegt. Joke's on you, I expected that. Mach mal auf. Joke's on you. Wir haben mich surrounded. Warum? Ja, das. Alter, hier sind aber einige. Irgendwie glaube ich, die sind auch standardmäßig schwach. So viele, wie hier eingesetzt werden von den Viechern. Das sind echt viele. Also, das war ja doch gerade eine echt große Menge. Oder aber die hätten mit einem geredet. So von wegen, du bist eingesperrt, jetzt reden wir mit dir. Okay. Aber war eine coole Falle, auch wenn sie ein bisschen offensichtlich war. Ja, sehr. Aber gut, es sind Kobolde, ich erwarte nicht viel, wenn ich ehrlich bin. So, halt müssen wir vielleicht hier mit den Hebeln, die da in den Nebenräumen sind. Wahrscheinlich. Irgendeiner öffnet bestimmt die Tür. Ah, ihr hört, wie sich eine schwere Tür in der Nähe öffnet. Ja, das war's schon. Aber das Gute ist, wenn die Gegner so wenig aushalten, halten meine Zauber mal länger als 10 Minuten. Ah, wir brauchen noch einen Hebel. Das ist ja ein scheiß Hebelrätsel. Die zwei Karos. Okay. Zwei Karos, ja. Hast du ja, schwarz-weiß, das Schachfeld musste. Hab's. Weg. Hast du? Abgeschlossen weiterhin. Nee, geht automatisch auf die Tür, wenn es richtig ist. Ja. Jetzt brauchen wir die Pfeile nach unten, lila Muster. In meiner Welt ist das. Ja, wenn man nah dran steht, ist lila, wenn man weiter weg steht, ist es blau. Ja, wenn ich hier stehe, ist es schwarz. Ah ja. Und das letzte weiß mit dem Querstrich, Querbalken. Dahinter ist ein Koboldschlitzer. Warte mal, kann ich vielleicht schon. Nö. Schade. Eine tote Ratte und eine halb aufgefressene Leiche und nette Kobolde bei mir. Feige Kobolde, die rennen alle weg. Ja, müssen wohl Türen prüfen, wa? Es sind ja auch die Kobold-Bürger, ne? Also. Ja, jetzt kommen Wölfe. Was ist die Hunde los? Ich komm hier mal, bring die mal zu euch. Ich wollte ja auch was haben. Fuck, Ivanok. Hilft dir mal hier. Zur Hölle, ich hing hier überall fest. Nein!
Wie hast du es den Rundumschlag gemacht? Ich glaube, ich brauche hier nichts looten unbedingt. Warum bringst du mir Zeug? Wölfe! Noch mehr so ein. Du hast sie umgebracht. Die waren aggressiv. Weißt du, wer auch aggressiv ist? Hier? Was macht ihr hier? Zum Meister, nur befugte Kobolde. Das klingt gut. Kann sein, dass das ist so ein bisschen humorvoller, ne? Als sie. Keine Ahnung. Na, auch mit dem, auch mit dem Dorf. Warum schwebt da ein Brunnen? Plattform. So, von da unten was machen? Ach halt, da müssen wir was reinwerfen. Guck mal, das ist doch ein Gewicht. Also ein Gegengewicht. Aber wie zur Hölle soll ich denn jetzt... Warte mal. Was, ihr sollt euch einen anderen Raum suchen, um euch auszuruhen? Oh, komm. Was denn? Das Gegengewicht ist ein riesiger Kopf. Ja, deshalb. Wir müssen Zeug in den Brunnen packen, damit das Gewicht hochgeht. Also der Kopf hochgeht. Dann müssen wir jetzt mal hier Gewichte suchen. Oder Gegengewichte suchen. Wie wär's mit toten Koboldbildern? Ja, wäre eine Möglichkeit, ne? Also. And remember, no Russian. Nein. Just give me a sec. I will be back right now. Hab schon mal ein Verlies gefunden. Ah, Springmeister Klumpf. Jip, jip, was ihr machen hier drin? Ihr nicht sein Kobold, sie euch nehmen gefangen, so wie Springmeister Jip. Warum seid ihr im Gefängnis? Grrr, Jip mich sein Springmeister und sagen Häuptling, er nicht können rein zu große Meister. Jip, ihm werden so wütend, er mich werfen hier rein. Was ist ein Springmeister? Jip, jip, ich sehe sein Springmeister, mich sagen Kobolde, wann ihnen können... rein zu Großmeister. Ich nichts mögen für Besucher, besonders von Kobolde. Wenn Springmeister lassen viele Kobolde rein, denn großer Meister fressen Springmeister und bestimmen neun. Mich nichts wollen gefressen werden, also sagen Häuptling nein. Gibt das sein, warum große Meister... Fuck, warum hab ich... Wurde ich gedebhaft? Ich muss zu euer Meister. Okay, wir brauchen ein scheiß Herrscherzepter von dem Fürsten, von dem Kobold-Anführer. Also wenn einer den Anführer gefunden hat... Ich denke mal, der ist hier. Rottenrasten, hab keinen Zauber mehr.
Au. Ah, Häuptling-Arzt. Ihr kommt in mir Höhlen und töten mir Kobolde. Jipp, meine Zähne wollen zerreißen eure Kehlen. Ihr jetzt stirbt. Ja, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Gott, Situation geklärt. Okay. Jetzt kann ich endlich rasten. Immer noch nicht. So, dann kann ich jetzt uns die Tür aufmachen. Do you know what is sadness? Was denn? Anscheinend kriegen wir diesen Freitag wieder die Mission nicht, die eigentlich angesteht. Wieso? So wenig Leute? Weil sich nicht genug Leute anmelden. Ah, okay, wie viele haben wir denn jetzt? Theoretisch 10 von 15, aber keine Infanterie. Hey, was ist denn das ganz andere? Wir haben 2 Mann im Sniper-Team. Ja. 3 Mann im Panzer. Mhm. 2 Leute, die offen sind. Und okay. Der letzte, eigentlich nur 9 Leute, weil den letzten Angemeldeten kann man weglassen, das ist Dolph. Achso, Missionsbauer. Ja. Und nur 2 Leute in Charlie. Also effektiv 2 Mann, die vorne dran Infanterie sind. Ja, da müssen die halt machen. So, ich komme jetzt mit meinem Freund gleich die Tür auf. Da, die Kobolde greifen mich jetzt an. Springer sind alle aufgereist schon. Ja. So, und jetzt brauchen wir noch Springmeister Klumpf hier. Ja, dann rein da. Der Sound ist geil. Und auch schön, wie die Sprites in and out of existence phasen. Ah ja. Man hat es technisch so gut umgesetzt, wie es wahrscheinlich in der Engine ging. Drachenhöhlen. Koboldhöhlen. So. Ach, habe ich dich wieder zurückgedrückt? Ja, und meine KI damit ausgebackt. Wie ausgebackt? Ja, die Wegfindung hat gerade nicht mehr reagiert, bis ich endlich die Tür wieder anklicken konnte. Ah, hier waren 2 Kobolde und ja. Du Kacke. Ah, Falle. Noch mehr Kobolde. Ooh!
So. Was ist das hier? Ochsengatter. Ochsen. Klonk der Einfrierer. Nochmal Klonk. Nahrung des Meisters. Nicht öffnen. Hier Stampede möglich. Moment! Geh in Deckung! Geh in Deckung! Geh in Deckung! Geh in Deckung! Jetzt. Skelett? Stampede! Wie viele kommen denn noch? Drei sind jetzt noch, vier. Jetzt drei. Ja gut. Da drin noch was. Oh, nö. Noch. 57 Gold. Das ist ja eine sehr komische Situation. Alter, hier durchkommen ist eine Kunst. Muh, ja. So. Eisbär. Timo Farah. Nächster Drache. Ein weißer Drache. So, so, so. Ein kleiner Eindringling, ja? Also gut. Dann werfen wir mal einen Blick auf euch. Weiße Drachen gehören zu den kleinsten und unintelligentesten Kreaturen der Gattung. Im Prinzip sind sie nicht viel mehr als Raubtiere, die Edelsteine und gefrorenes Fleisch schätzen. Exakt. Steht in der Beschreibung. Ja. Ja. Interessant. Euch ist euch eigentlich klar, dass ihr ein männlicher Mensch seid, Warmling? Natürlich ist mir das klar. Ein Grund, sich derart aufzuregen, kleines Wesen. Die kleinen Rassen sind auch ohne all die alberne Inzucht schwer genug voneinander zu unterscheiden, also macht mir das nicht zum Vorwurf. Nun lasst mich mal sehen, es ist eine Weile her, dass ich zuletzt einem Menschen begegnet bin. Eure Art vermehrt sich jedoch so stark, dass ich annehme, es war wohl unausweichlich, dass es zu dieser Begegnung kam. Und sehen wir mal, ihr seid auch nicht allein, nein, äußerst interessant. So, wofür soll man euch nun halten, kleiner Mensch? Mir kam schon der Gedanke, ihr könntet ein Ritter aus einem großen Königreich sein, doch dann fiel mir auf, dass ich euch genauso gut selbst fragen kann. Überreden und blöffen. Ich bin ein großer und mächtiger Magier, ihr sollt euch lieber in Acht nehmen. Misserfolg, scheiße. Nun gut, ich kann Magie bei euch riechen, Warmling, aber ihr seid kein Elmister. Versteht mich jedoch nicht falsch, ich schlottere in meinen Schuppen. Wie dem auch sei, ich sehe, dass das nicht eure Stärke ist, Warmling, aber würdet ihr einen gelangweilten Drachen vielleicht mit einem Lied unterhalten? Die Kobolde sind einfach furchtbar an solchen Dingen, müsst ihr wissen. Kann euch eine Geschichte erzählen, wenn ihr wollt. Das klingt verlockend, aber nein, ich habe in letzter Zeit zu viele lange, weitschweifige Geschichten gehört. Ich würde wahrscheinlich dabei einschlafen, was würdet ihr dann wohl anstellen? So, genug davon, was ich will. Nun würde ich gerne wissen, was ihr wollt, Warmling. Ihr seid doch sicher aus irgendeinem Grund hier. Ja, erstmal bin ich hier, um über Deacon zu sprechen. Ah, Deacon, wahrlich, mein bestes Experiment. Man kann einen Kobold an die Quelle führen, aber kann man ihn auch zum Denken bringen? Zunächst dachte ich, ich könnte dem kleinen Burschen nie etwas beibringen. Wenn ich nur zuckte, warf er sich zu Boden und rief, Meister! Aber mit der Zeit hat er beachtliche Fortschritte gemacht. Offenbar seid ihr ihm irgendwo in der Welt da oben begegnet, ja? Sagt mir, wo ist er?
glaube, dass er sich tief im Hochwald befindet. Lügen. Schniff, schniff. Ich rieche eine Lüge bei euch, Warmling. Warum würdet ihr für den kleinen, unbedeutenden Deacon lügen? Es spielt keine Rolle. Ihr sagtet, ihr wollt über Deacon sprechen, nicht wahr? Was ist mit ihm? Er will aus euren Diensten befreit werden. Ah, armer Deacon. Für eine so kleine Kobold hat er sehr große Träume. Sehr törichte Träume natürlich, aber dennoch Träume. Ich hätte ihn nie fortschicken sollen. Ich muss sagen, dass die ganze Sache mit den Artefakten ein rechtes Ärgernis war. Ich habe sie eigentlich nie gebraucht und sie zu bekommen war schwieriger, als mir lieb gewesen wäre. All die Mühe und was habe ich davon? Eine Maske, die ich nicht einmal benutzen kann. Jana hat mich über die Macht dieser Objekte angelogen und über viele andere Dinge ebenso, da bin ich mir sicher. Jana. Oder Jana. Oh. Allein der Name dieses Wesens erfüllt mich schon mit Groll. Diese Unverfrorenheit, die Dreistigkeit. Es ist ein Affront gegen mein ganzes drakonisches Wesen, sage ich euch. Warum? Was hat dieser Jena getan? Jena hat mir vor 2 Monaten einen Brief geschickt, in dem sie sich vorstellte und mir einen Vorschlag unterbreitete. Sie wusste, dass ich ihm nur schwer würde widerstehen können. Sie erwähnte magische Artefakte von großer Macht, die leicht zu erlangen wären, nur bewacht von einem zwergischen Magier. Zusammen könnten wir ihn überwinden, meinte sie. Alles, was sie für ihre Hilfe wollte, so behauptet sie, sei ein einziges Artefakt. Den Rest könnte ich für mich behalten. Welches Artefakt war das? Eine Statue eines Turms, glaube ich. Ich bin inzwischen zu der Überzeugung gelangt, dass es das einzige Artefakt von Wert ist. Ich erkläre mich mit ihren Bedingungen einverstanden, doch als meine Kobolde von dem Überfall zurückkehrten, musste ich feststellen, dass sie es gewagt hatte, sie anzugreifen. Sie wollte sich die Artefakte alle selbst holen. Pass auf, am Ende ist das die Troller vom Anfang. Mit Sicherheit. Dann befehle ich Jana, also die Gnolle. Versucht mit mir Schritt zu halten, Warmling. Ja, es war Jana, die den Gnollen befahl, meine Kobolde anzugreifen. Ich hatte sie schließlich frühzeitig ausgesandt, um mir die Artefakte selbst zu sichern. Aber ihr habt nicht alle Artefakte erhalten, richtig? Wie ich bereits sagte, nur die Maske. Ich wollte mir diese Turmstatue selbst ansehen, bevor ich auch nur erwog, sie herzugeben. Warum sonst sollte sie sich so dafür interessieren, wenn es nicht das beste Artefakt war? Ich bin ein Drache. Ich werde nicht zulassen, dass ein niederes Wesen mich hereinlegt. Der Umstand, dass sie meine Diener angegriffen hat, beweist nur ihre betrügerische Absicht. Sagt mir, was wisst ihr über Jena, kleines Wesen? Meines Wissens könntet ihr durchaus von ihr hergeschickt worden sein. Nein, ich hab... ich hab noch nicht von ihr gehört. Ich verstehe, das ist gut, denn es bringt mich auf eine Idee. Unter den Drachen gibt es eine Redensart, Warmling. Sie lautet, süß wie das Blut, reich wie das Feuer, seltener als Gold und tödlicher als teuer. Wisst ihr, wovon ich rede? Von der Rache natürlich. Sehr gut, es ist in der Tat die Rache. Mich verlangt es nach Rache an Jena. Tötet sie für mich, kleines Wesen, dann werde ich euch belohnen. Warum macht ihr das nicht selbst? Ah, das ist eine ausgezeichnete Frage. Ich denke, ich könnte das sehr wohl tun, die kleine Missetäterin jagen und persönlich an ihr Rache nehmen. Jena hat allerdings Vorgesetzte. Vorgesetzte, die über sehr viel Macht verfügen. Ich möchte sie lieber nicht verärgern, wenn es sich vermeiden lässt. Wer sind die Vorgesetzten? Bin mir nicht ganz sicher, ich kann es nur vermuten. Trotzdem, ich möchte lieber, dass ihr das Risiko an meiner Stelle tragt. Das könnt ihr sicherlich verstehen. Was sollte mich in die Lage versetzen, sie zu töten? Ich werde euch natürlich etwas geben, das euch wesentlich leichter macht, die Hexenmeisterin zu töten. Ihr denkt doch nicht etwa, dass ich euch mit leeren Händen dorthin schicke, oder? Wollen wir jetzt echt für einen Drachen arbeiten? Wenn ich ablehnen sollte? Wenn ihr ablehnen solltet? Nun, dann müsste ich mich wohl über die große Zahl von Kobolden aufregen, die ihr zweifellos getötet habt, um hierher zu gelangen. Ihr würdet mich angreifen? Nun, ich bin ein Drache, mein kleiner Freund. Es gibt jedoch keinen Grund, dass wir diesen Weg beschreiten, oder?
Ich kann euch so reichlich reich belohnen. Irgendwie gefällt der Typ mir nicht. And it's the vast that mankind's needs a savior comes from out the skies to answer to its pleas. Gibst du mir einen Hintergrund oder? Nö, einfach so. Okay. Was bekomme ich dafür? Das ist natürlich eine gerechtfertigte Frage. Ich würde nicht erwarten, dass sie so etwas ohne eine gewisse Entschädigung für mich übernimmt. Ich wäre beispielsweise bereit, Deacon aus meinen Diensten zu entlassen. Interessiert euch das? Also mich persönlich schon, weil ich Deacon mag. Aber man kann den Drachen einfach umbringen. Dann spart man sich den Mittelsmann. Wäre dann Drache Nummer 3? 5 oder stimmt, nicht? Wir hatten zweimal rot-weiß. Ja, der andere war ja der silberne. Ja, das wäre der 5. im Bunde. Aller guten Dinge sind 5. Naja, ich würde sagen. No will die Nummer 5 machen. Ich mag den Drachen auch nicht. Dann lehne ich ab. Ich werde euch lieber töten, ihr Bestie. Ich hoffe, ihr habt etwas, um eure Impertinenz zu untermauern, Warmling. Oder das könnte ein sehr kurzer Kampf werden. Ich werde euch vernichten, Drache. Beenden wir die Sache jetzt. Oh, bitte nicht vieren. Bitte nicht vieren. Das war aber der einfachste Drache, würde ich sagen. Ja. Überreste, die Maske. Das ist eines der Artefakte, das Drogan von den Kobolden gestohlen wurde. Die Maske gehörte einst dem Hohepriester von Maske, dem Gott der Schurken. Die Maske verfügt sicherlich über große Kräfte, doch diese sind unbekannt und vermutlich sehr gefährlich, wenn man bedenkt, wem die Maske geweiht ist. Okay. Ich habe hier einen schmalen Gegenstand, nicht identifiziert. Ich habe noch ein Pulverfläschchen. Das kleine, schwere Fläschchen ist mit einem dunkelroten Pulver gefüllt. Vermutlich reicht das Pulver für eine Anwendung aus. Es riecht nach Rauch und Kupfer. Dies Pulver? Ich hab Tim Morphers Kopf. Possibly? Und Steinschlüssel. Gut, Schießpulver kann man immer gebrauchen. Was hast du hier? Einen Gegenstand? Und ein Amulett. So, ich hab's dir identifiziert. Ich wollte gerade desinfiziert sagen. Meine Güte, kannst du mitnehmen. Ja, desinfiziert. Ein Schmetterhorn. Amulett der Kälte. Oh, da ist noch ein Tisch. Ein Notizbuch. Dieser große, warte mal, ich muss mich darum kümmern, Tinte zu erfinden, die nicht einfrieren kann. Die verdammten Kobolde haben versucht, die letzte Flasche über einem Feuer aufzutauen und sie ist prompt explodiert. Die obere Höhle ist noch immer voller Tintenflecken. Ich habe heute einen interessanten Brief erhalten, ein interessanter Vorschlag. Ich muss öfter die Handelssprache sprechen, um in Übung zu bleiben. Ich bin nach draußen geschwommen und habe eine Gruppe Orks auf meinem Lieblings-Sims gesehen. Warum schmecken Orks so grässlich? Anmerkung an mich selbst, ich sollte mal wieder Salz plündern gehen. Jena hat mir heute ein interessantes Giftfläschchen geschickt. Sie hat mir nicht verraten, wo sie es her hat, aber es riecht nach Schlangengift. Deacon hat daran geleckt und lag 3 Tage lang im Koma. Verdammt, warum muss jeder gierige Plan von mir mit einer Katastrophe enden? Habe heute zu großen Kosten ein interessantes Pulver erhalten. Es ist nur gegen diese verdammte Hexenmeisterin nützlich, aber damit hat sie sicher nicht gerechnet. Ich bin ja so verschlagen. Anmerkung an mich selbst. Es ist vielleicht eine dämliche Idee, meine geheimen Pläne niederzuschreiben. Ich sollte das erst wieder machen, wenn die Hexe tot ist. Ab hier scheint es keine lesbaren Einträge mehr zu geben. Ihr findet jedoch noch eine spektakuläre Zeichnung, die eine elfische Frau zeigt, die von einer großen, echsenartigen Kreatur in blutige Fetzen gerissen wird. Ein Drache, der malt. Gibt's hier einen Teleporter raus? Nein. Belastend. Oder auf Leben Deacon. Eigentlich die ganzen Ochsen noch? Die haben wir aus dem Gatter gelassen und die sind losgelaufen und haben in einer Stampede die Kobolde überlaufen.
Aber ja, du darfst gerne, wenn du magst, aufhören. Das ist mir egal. Mich ganz besonders. Die halten. Jetzt wird's lustig. Das ist die Schlachtbank. Snow macht Hackfleisch. Heute gibt's Rinderburger. Ich laufe mal schon mal vor. Ah, hier ist noch ein Ochse im Gatter. So. Hätte ich das vorher gewusst? Dann? Hey, hier ist noch Kobolde. Oh, haben wir euch übersehen? Ich bin euch eben einfach nur blind hinterhergelaufen. Also einfach nur hochgelaufen, wo ihr standet. Oh, alles gut. Alter, was ist eigentlich falsch mit euch und Türen, ey? So, auf zu Deacon, dann haben wir den Tor. YMCA. Dann haben wir schon... Du hast im Übrigen verpasst, wie die komischen Kobolde in den Brunnen gesprungen sind. Hab's mir fast gedacht. Wart ihr hier schon komplett überall drin? Ja. Ich habe alles abgesucht, weil ich musste herausfinden, wie wir weiterkommen. So, die sind jetzt alle böse auf mich. Echt? Ja. Weil ich den Häuptling umgebracht habe alleine. Oh, dann... Ja. Wer hat was von Genozid gesagt? Oh mein Gott! Was denn? Wie viel habt ihr umgebracht? Alle? Ich hab nur 3 getötet. Ich glaube, der Rest hat es clever gemacht. Wie denn? Ach so, vor euch haben sie noch Angst. Ja. Ja, von mir ja nicht. Haben Angst, nennen wir es so. Ja. Okay. Zieh jetzt mal die Maske auf. Ich will wissen, was passiert. Warum hast du eine Maske auf? Ist sie grün? Nee, sie ist rot. Ah? Oder? Geht doch nichts darüber, Kobold abzuschlachten, während im Hintergrund YMCA läuft. Weißt du, was das einzig Gute oder... Das echt Gute ist, dass wir hier so durchrasieren. Ich kann mich endlich mal alleine von A nach B bewegen, ohne Aufpasser. Echt? Ja. Bis die grobe Kelle kommt. Ja, darauf warte ich. Bis die Falle mal wieder richtig schockt. Ja, bisher haben sie mir, ich glaube, maximal 7 Schaden gemacht. Das war ausreichend. Ja. Ja, ich weiß, kommt definitiv noch mehr. Ja, ich glaub, bisher, es gab schon Fallen, die hatten mich One-Hit im letzten Kapitel. Also sowas ja nicht, also fast One-Hit, also so bis kurz vor runter One-Hit. Aber jetzt sind wir ja eigentlich durch, dass wir wieder komplett zurücklatschen müssen, ne? Ja, ich bin kurz vom Dorf, von wo Deacon ist. Blumenberg, so heißt es. Willst du jetzt eigentlich zum Tempel des Tieres teleportieren? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich denke auch, dieser Rückrufstein aus der Kampagne wird keinen Effekt mehr haben. Ja, wird keinen Effekt haben. Dafür gibt's jetzt ja quasi die. Ja, wir müssten. Ich glaube nur, wir haben Kampfsau keinen Ring besorgt. Meinst du den komischen Ring, der die Fokus-Werbleiter braucht? Ja, die habe ich. Okay, ist so. Ganz gut. Kannst du aus vorbereitet, so. Denkst du, ich plündere die Truhe nicht? Der zerstörte Laden scheint erst kürzlich durchsucht worden zu sein. Deacon ist nirgendwo zu sehen. Der ist bestimmt wieder bei der Railroad zurück. Ich benutze mal mein Händchen. Ich hab da ein Händchen für. Die Hand zeigt in diese Richtung. Jetzt? Hier brennt ein Haus. Und jetzt? Das hat mir jetzt nicht geholfen, wenn ich ehrlich bin. Die
Vielleicht müssen wir zurück. Mir wird hier gerade angezeigt, ihr hört das Geräusch einer seltsamen Kreatur irgendwo in der Nähe. Oh, okay. Das habe ich auch gehört. Also bei mir, mein Händchen zeigt aus der Map raus. Also Richtung Nord. Und wenn ich das hier jetzt mache? Hier waren wir doch schon. Oh, es zeigt nach rechts oben, Richtung Hurstgehöft. Oder Hurstgehöft. Braunbär. Also brummen tut die Bäre. Aha. Zeigt in diese Richtung. Ah, guck mal, was haben wir denn hier? Hast du da Schneemann gefunden? Hochwald. Was da? Ach, da unten geht's noch wohin? Ja, hier geht's zum Hochwald. Aber da, warte mal, aber das verwirrt mich. Ich weiß, aber hier geht's zum Hochwald. Hä? Hey, in diese Richtung? Führt mich wieder zu dem Tal, wo der Drache drin lebt. Ja, hier unten geht's ja noch woanders dahin. Als Schattenhirsch. Mit dem könnten wir anquatschen, wir könnten auch einfach. Er sieht Spuren im Schnee. Blumberg kennen wir ja. Okay, ich glaube, ich komme jetzt erstmal zu euch, weil, also ich. Das Ding sagt mir zwar, dass Deacon hier oben irgendwo sein soll. Oder das Artefakt, aber wenn ich durch das Gebietstor gehe, führt es mich wieder zurück. Welcher Ort ist den Gegenstand in deiner Tasche? Nee, das glaube ich nicht. Den würde mich jetzt nicht irgendwo hinordnen. Komm mal zu euch runter. Ja, nächste Gebiet erkunden. Komm ich zu euch. Über den Kryptoplatz? Ja. Okay. Ja. Über den Kryptoplatz, dann nach rechts runter.